Elisa Doolittle ist für mich eine sehr plastische, sehr reale Figur. Ich habe mich sofort in diese Figur verliebt und ich möchte eben sie nicht parodieren. Oder oft sieht man ein bisschen so eine Parodie, eine Proletarin. Und für mich ist es sehr wichtig, dass sie sehr natürlich bleibt und sehr authentisch und dass sie auch innerhalb der Inszenierung auch die eigene Erfahrung da reinbringt. Also, ich finde die Musik grandios. Ich glaube, einmal hat man My Fair Lady gehört. Es gibt ein Pre-My Fair Lady und ein Post-My Fair Lady. In dem Leben jedes Menschen gibt es diesen Moment, nachdem man das Stück kennengelernt hat, dann lässt es einen einfach nicht mehr weg. Andererseits, also nicht nur die Musik, sondern auch die Dramaturgie, finde ich, lache jedes Mal. Ich kenne mittlerweile alle Witze auswendig, aber ich lache jedes Mal darüber. Also man verliebt sich einfach in diese Energie. Bleiben Sie bitte.